Hallo, wir reden heute über die Einsteigerbox für das schwarze Auge 5, das Geheimnis des Drachenritters. Die Box ist ein sehr lange erwartetes Produkt und möglicherweise das wichtigste für das schwarze Auge in der 5. Edition seit dem Grundregelwerk und deswegen bekommt sie auch ihr ganz eigenes Video, in dem wir über nichts anderes reden. Sie richtet sich, wie das für eine Einsteigerbox doch hoffentlich typisch ist, wohl an Neulinge in der Welt und in dem System und Rollenspiel von das schwarze Auge. Und deswegen richten wir uns in diesem Video ebenfalls an Neulinge und versuchen, diese Perspektive einzunehmen. Das ist vielleicht gar nicht so einfach, weil wir selber nicht neu sind in der Sache und auch gar nicht so viele Leute kennen in unserem Umfeld, die gänzlich unbeleckt sind, was das schwarze Auge angeht. Aber dennoch, wir haben mit anderen Menschen drüber geredet und versuchen, uns da hinein zu versetzen und herauszufinden, wie sehr euch diese Box dabei helfen kann, in die Welt von das schwarze Auge einzutauchen, festzustellen, was das Besondere daran ist und an das System und an das Spiel herangeführt zu werden. Was ist drin? Was erwartet euch, wenn ihr die Box aufmacht? Würfel? Nicht hübsch, aber sie tun ihren Zweck. Schicksalspunkte aus Pappe. Acrylmarker. Ich weiß, dass Markus von Ulysses ein Riesenfan von diesen Dingern ist. Ob das jetzt ein Mehrwert ist, dass sie aus Kunststoff sind und nicht auch aus Pappe? Haptisch vielleicht ja. Ein Heft mit Bodenplänen, auf denen man diese Acrylmarker hin und her schieben kann. Nett. Steigert das Brettspielfeeling und das ist für Einsteiger, denke ich, gut. 4 Solo-Abenteuer und 4 dazu passende Heldenbögen. Ein Einsteiger-Gruppenabenteuer. Ein Kampagnenheft mit weiteren Abenteuern, die danach gespielt werden können. Ein Regelheft mit ca. 60 Seiten, das vor allem als Nachschlagewerk dient. Ein Settingheft zur Spielwelt von Aventurien generell und zur Region, in der gespielt wird, speziell. 2 Handouts. Eine doppelseitige Karte, einmal mit Aventurien und auf der anderen Seite der Grafschaft Heldentrutz und einem Dorf. Und eine Karte für im Spiel, die einen Höhlenkomplex zeigt. Was macht ihr jetzt damit? Das mag erschlagend wirken, aber die Idee ist, dass ihr das meiste davon erstmal ignoriert. Die Regeln braucht ihr nicht lesen, genauso wenig die Hintergrundbeschreibungen. Der Lies mich zuerst Zettel sagt euch zwar, dass ihr euch erstmal einen Überblick über die Regeln verschaffen und gemeinsam die Charakterbögen durchgehen sollt, aber das halte ich für Quatsch. Das würde mich als Neuling direkt abschrecken, denn hier wirkt alles viel komplizierter, als es eigentlich ist. Tatsächlich könnt ihr direkt mit den Solo-Abenteuern loslegen. Es gibt 4 davon für einen Zwerg, eine Kriegerin, eine Elfe und einen Magier. In diesen kurzen und sehr simplen Solo-Abenteuern bekommt ihr alle Regelmechanismen beigebracht, während ihr spielt. Das sind interaktive Kurzgeschichten in der Fantasy-Welt Aventurien und ihr entscheidet beispielsweise, wie der Zwerg vorgehen soll, wenn er einen alten Keller auf der Suche nach einem Schatz durchstreift. Und ihr benutzt den Charakterbogen, die darauf verzeichneten Werte und die Würfel, um bestimmte Proben durchzuführen und so zu entscheiden, ob der Zwerg zum Beispiel einen Kampf gegen eine Riesenspinne besteht. Mein Problem mit diesen Abenteuern ist vor allem, dass sie nicht besonders aufregend sind. Aventurien wird hier von seiner bodenständigsten Seite gezeigt. Da muss eine Vase gefunden oder eine Ziege gerettet werden. Mich würde das als Einsteiger jetzt nicht fesseln, das wirkt zu spießig. Aber keine Sorge, das schwarze Auge bietet mehr. Epik, Horror, High Fantasy, all das ist hier möglich, sogar ein wenig im Rahmen dieser Box. Sie ist nur nicht gut darin, das direkt zu vermitteln. Die Texte der Box sehen vor, dass 4 Spieler sich die 4 mitgelieferten Helden schnappen und die Solos spielen, während sich ein 5. Teilnehmer der Runde den Job des Spielleiters antut und sich das Gruppenabenteuer durchliest. Die Solos führen jeden der vorgefertigten Helden direkt ins Gruppenabenteuer. Das kann tatsächlich ohne große Vorbereitung geleitet werden. Es ist kein langes oder komplexes Abenteuer, aber auf seinen ca. 50 Seiten erklärt es bei jeder sinnvollen Gelegenheit alle nötigen Regeln und erklärt dem Spielleiter auch ganz detailliert, was sein oder ihr Job ist, wie eine Szene beschrieben werden kann, wie die Erkundung des Dungeons funktioniert, wie mit den Entscheidungen der Spieler umgegangen werden sollte und so weiter. Das ist alles sehr übersichtlich gestaltet, sodass man sich schnell zurechtfindet und die Struktur, die die naheliegendsten Optionen der Spieler auflistet, wie ich suche nach Spuren oder ich stürme in den dunklen Gang und dann erklärt, welche Probe nötig ist und was bei Erfolg oder Scheitern passiert, wünsche ich mir der Übersicht halber eigentlich auch für andere Abenteuer. Im 2. Abenteuer, das inhaltlich direkt ans erste anschließt, fallen dann die Stützräder nach und nach weg. Es werden weiter Regeln und klassische Rollenspielsituationen erklärt. Wie leite ich ein Stadtabenteuer? Wie regle ich Einkaufen? Wie spiele ich eine Reise aus? Wie lasse ich den Spielern Freiheiten beim Planen des Endkampfs? Es folgt im gleichen Band eine Kurzkampagne, die die Story noch weiterspinnt und von der anfänglichen Ziegenrettung den Bogen bis zur Rettung der Grafschaft Heldentrutz spannt und dabei auch den Drachen auf dem Cover nicht auslässt.
Wenn man die Solos und die beiden Abenteuer gespielt hat, sollte man tatsächlich einen guten Einstieg ins Hobby DSA 5 gefunden haben. Und die 60 Regelseiten sind auch wirklich vor allem ein Nachschlagewerk. Man bekommt hier die DSA 5 Regeln zu fast 90% präsentiert und beigebracht. Was fehlt, sind Dinge wie Qualitätsstufen und optionaler Kram, den eh kaum jemand benutzt oder braucht. Wer sich eigene Helden bauen will, braucht allerdings das vollwertige Regelwerk. Hier wird nur gezeigt, wie man die mitgelieferten Figuren spielt. Der Hintergrundteil ist dann nett. Im Grunde aber auch nur eine um die Weltenbeschreibung von Aventurien aufgeblähte kurze Regionalspielhilfe. Soll heißen, die Beschreibung der Grafschaft Heldentrutz unterscheidet sich im Stil fast nicht von allen anderen DSA 5 Regionalbeschreibungen, außer dass immer wieder kurz erklärt wird, was der Job welchen Gottes ist. Damit sind die Texte leider etwas schwafelig und stecken voller Informationen, mit denen Einsteiger wenig Spannendes anfangen können. Aber es mangelt an Plothooks, auf denen man eigene Abenteuer aufbauen könnte. Zwar weist der Text darauf hin, dass man aus den dargebotenen Brocken eigenes basteln soll, aber hier ist eine Ruine und keiner weiß, warum sie verlassen wurde, ist nicht genug Futter, um darauf aufzubauen. Letztlich ist das auch mein Hauptproblem mit der ganzen Box. Es ist sehr viel Text drin, den ich als Ballast empfinde. Man hätte vieles kürzer und prägnanter beschreiben können und sich auf die spielrelevanten Dinge begrenzen. Die Regeln werden auf jeden Fall gut beim Spielen vermittelt und die Stützradfunktion, die immer weiter zurückgedreht wird, während die Story voranschreitet, ist im Grunde genial. Ich fände sie noch besser, wenn die Regeln anfangs noch etwas weiter heruntergedampft worden wären. Im Grunde kriegt man im Solo schon alles um die Ohren gehauen. Da hätte es mir auch gereicht, erst einmal Eigenschaftsproben und einen sehr simplen symbolischen Kampf zu lernen. Dass das Ganze dann in dem Lies-mich-Blatt schon angeteasert wird, halte ich für einen Fehler. In einem Tutorial ist es psychologisch nicht sehr clever, dem Spieler zu verraten, was er alles noch vor sich hat. Die Motivationskarotte, die symbolisch dafür steht, dass man gleich von alleine gelassen wird und nur noch ein Textfenster durchklicken muss, bevor das PC-Spiel losgeht, die fehlt hier. Am besten einfach das Lies-mich-Ding nicht lesen. Alles in allem, die Box ist schick, hat wenig Tippfehler und ist viel besser verarbeitet als die Star Wars Einsteigerboxen zum Beispiel. Sie ist auch nicht in der Größe heruntergedampft wie bei Splittermond und daher schön mit dem Rest von DSA kompatibel. Die Box ist mit 40€ auch etwas teurer als andere Starter-Sets, aber man merkt, wie viel Energie und Hirnschmalz reingehen. An die meiner Meinung nach geniale Pathfinder-Einsteigerbox kommt sie nicht ganz ran, aber alles in allem würde ich sagen, das kann was werden, wenn man sich als Neuling nicht abschrecken lässt. Und ganz zum Schluss bleibt mir nur noch zu sagen, dass es diesmal nicht wirklich eine Punktewertung gibt. Wir sind nicht die Zielgruppe für diese Box und deswegen fällt es mir auch relativ schwer, da Punkte drauf zu pappen. Wenn ich müsste, würde es bei 7 oder etwas mehr liegen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und vielleicht finden noch mehr Leute den Weg in dieses schöne Hobby mit dieser Box.